Im letzten Video habe ich darüber gesprochen, über das Thema Geschenke. Was es genau bedeutet, Geschenke annehmen, Geschenke weiterschenken. Und wenn du es noch nicht gesehen hast, solltest du das Video auf alle Fälle anschauen. Ich verlinke es dir unten in der Infobox. Zuvor das Thema war entmutigt, warum man beim Entrümpeln nicht darüber nachdenken soll, was man ausräumt, wem man das dann schenkt. Und heute geht es um die Aufbewahrung der Geschenkspapierrollen, der Geschenksbänder und Maschen und was man sonst so alles hat, um wirklich mit Freude schenken zu können. Ja, wie das bei mir ausschaut, und zwar folgendermaßen. Ich habe jetzt da drei Geschenkspapierrollen. Ich stelle die bei mir meistens in einen Kübel senkrecht in die Abstellkammer rein. Alternativ, wenn ich so weniger Geschenkspapier habe und der Kübel wäre jetzt zu groß, dann lege ich es rein und stelle davor eine Kiste hin, dann weiß ich, das Geschenkspapier ist dahinter. Also da muss man schauen, wie man selber am besten damit klarkommt. Man kennt das Problem, dass er da immer diese Innenrolle praktisch da so rausrutscht und dann hat man irgendwann einmal die Gach verloren, beziehungsweise wenn man dann ein Teil runterschneidet, hat man dann noch irgendwas extra. Und dass das dann immer alles so unordentlich ausschaut, gibt es verschiedene Varianten. Die allererste und die gängigste ist allerhöchstens, dass man Gummiringel drumherum macht, dann bleibt es beieinander. Alternativ kann ich vorschlagen, man nimmt eine Klopapierrolle, schneidet die auf und stülpt die drüber. Oder ansonsten, was auch ganz gut funktioniert, ist, man nimmt die Rolle von innen. Man dreht das Papier kleiner zusammen und steckt dann die Rolle einfach oben drüber, beziehungsweise eine Küchenrolle wird es dann genauso tun. Ja, also da gibt es sicher verschiedene Möglichkeiten, muss man schauen, je nach Geschenkspapier, was für die da am besten passt. Dann haben wir sechste Aufbewahrung, habe ich schon gesagt. Ich stelle meins in den Kübel senkrecht hin, habe weniger Geschenkspapier, lege es hin und meistens hinter die Kisten im Regalfach drinnen, weil dann weiß ich, dort sind sie. Ansonsten gibt es ja die Möglichkeit, dass man zum Beispiel so einen Zeitungsständer kauft, den man an der Wand befestigt und dann kann man die einfach da reinlegen. Ansonsten habe ich jetzt gerade vorher gesehen, gibt es zu bestellen eine eigene, ja, eigenes Taschel, wenn man so sagen kann. Ein eigenes Taschel, wo man die ganzen Geschenkspapiere rollen, da so rein tut, dann hat man noch verschiedene Fächer, wo man dann eben ja, diese Bänder praktisch. Diese Bänder mit dazu tun kann, hat man alles beieinander. Wenn man ein Geschenk einpacken will, nimmt man das einfach her. Man hat alles zusammen. Schwierig wird es dann nur mit der Aufbewahrung, mit den Geschenkstüten, also praktisch mit den Sackerl, die man meistens ja auch schon schenkt. Das hat dann da drin also nicht wirklich einen Platz. Aber da gibt es auch verschiedene Formen. Ich verlinke es dir einfach unten in der Videobeschreibung. Schaust du das gerne an, weil das für die Alternative ist. Und die letzte Alternative, die wäre wieder die kostengünstigste Alternative von den Aufbewahrungsmöglichkeiten, wäre sich einfach so einen Wäschesack zu kaufen. Wie man halt normalerweise einen Blazer oder einen guten Anzug in einen Wäschesack halt drinnen hat, nimmt man den gleichen Wäschesack her und man stellt dann seine Geschenkpapierrollen da rein in diesen Wäschesack. Da passen dann auch die Sackerl mit dazu rein, da passen dann auch die ganzen Bänder etc. da mit dazu rein und dann hat man so alles beieinander. Kommt drauf an, hat man genügend Platz im Kasten, kann man es machen, wenn nicht, kann man es runtergehen in den Keller oder wenn man sonst so einen Platz findet. Gut, das dazu. Und dann kommt natürlich die Frage, wenn ich es da getrennt aufhebe, so wie ich jetzt in meinem Fall habe, dass ich sage, ich habe die Geschenkspapiere separat, ich habe eine Kiste voll mit den ganzen Geschenkstaschen. Ich meine, ich habe jetzt nur eins. Dann würde ich zum Beispiel die ganzen Taschen da reinstellen können, senkrecht, und dann weiß ich genau, was für welchen Anlass brauche ich, welche Geschenkstasche zum Beispiel. Oder alternativ, und das ist immer meine liebste Variante, die kostengünstigste Variante, und zwar, ich habe mir letztens Schuhe gekauft, habe mir die Schuhschachtel aufgehoben, und dann nehme ich einfach diese Schuhschachtel her, nehme ein Geschenkspapier, was mir gefällt, in dem Fall, da hat mir das goldene Daumen mit diesem Muster drauf, und pack mir diese Kiste ein, also bitte natürlich den Boden und den Deckel separat, befestige innen mit einem Klebestreifen und dann habe ich eine selbst gebastelte Kiste, die wirklich nach meinem Geschmack ist, die in meiner Größe ist, wie ich sie brauche. Und da kannst du am besten einfach den Kosten ausmessen, was für dich am besten passt. Gehst das nächste Schuhgeschäft, du musst ja deswegen jetzt keinen eigenen Schuh kaufen, sondern gehst einfach her und sagst, ich brauche bitte eine Kiste in der Größe, habt ihr was da? Wenn nicht, du sollst bitte eine aufkleiden, wenn ja, nimmst du das gleich mit und kannst dann auch an deine eigene Box in deinem Geschmack für dich selber basteln. Und das ist auch die beste Alternative. Und du kannst dir sicher sein, es ist nur das, was dir gefällt.
So, dann bin ich gespannt, ob dir diese Tipps jetzt so gefallen haben, ob das für dich was Brauchbares war. Lass auf alle Fälle einen Kommentar unten da und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Adios! Thank you.